Hallo Freunde vom Kanal PVB, okay, Servus. Schön, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt, weil ihr möchtet ja mit Sicherheit wieder dieses Replay sehen, was ich zugeschickt bekommen habe. Und zwar hat es mir zugeschickt der Vegeta 1337. Der hat damals im Clan DAK, also Duck, gespielt. Ob er das noch tut, weiß ich nicht. Er kann es ja mal im Kommentar niederschreiben. Und er spielt auf der Sinai-Map im RB. Und er bewegt da auf diesem sandigen Untergrund den Chieftain MK3. Der hat ein Battle Rating von 8.0 im RB. 5 Kills hat er geschafft. Und das ist eigentlich eine sehr gute Leistung im RB. Da kann man sich also nicht beklagen. Und vor allen Dingen ist es ja so, dass auch der Chieftain durch die anderen Panzer in dem Battle Rating durchaus gekillt werden kann. Es ist also nicht so, dass es der stärkste Panzer wäre oder der unverwundbare Panzer schlechthin. Nein, der kann genauso gut gekillt werden. Ja, dann erzähle ich euch einfach nur mal ganz kurz aus der Geschichte von dem Chieftain etwas. Soll nicht allumfassend sein, einfach nur eine ganz kleine Info für euch. Der Chieftain war ein britischer Kampfpanzer, der in den 1950er Jahren entwickelt und 1961 erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Zum Zeitpunkt seiner Einführung war der Chieftain einer der bestbewaffneten und am besten gepanzerten Panzer der Welt. Ja, das merkt man also in War Thunder nicht so unbedingt. Das kann also in der Realität durchaus anders gewesen sein. Dann machen wir mal weiter. Die schwere Panzerung führte jedoch zu einer eingeschränkten Beweglichkeit. Insgesamt wurden etwa 1800 Exemplare produziert. Der Panzer kam in verschiedenen bewaffneten Konflikten zum Einsatz, darunter dem Ersten und dem Zweiten Golfkrieg. Die Arbeiten an einem Nachfolger für den Centurion begannen 1951 unter der Entwicklungsbezeichnung Medium Gun Tank Nummer 2. Nach den turbulenten Entwicklungen des Zweiten Weltkrieges bekamen die Entwickler freie Hand, neue Technologien zu erforschen und zu testen. Unmittelbar sah sich vor allem die britische Rheinarmee in Norddeutschland zu dieser Zeit mit zahlreichen mittleren Kampfpanzern der Sowjetarmee konfrontiert. Und zwar mal mit dem T-34 und dem T-54, die von schweren Panzern wie dem IS-3 unterstützt wurden. Deswegen verfolgte die NATO eine Qualität-vor-Quantität-Strategie. Der Panzer sollte Der Panzer sollte eine überlegene Bewaffnung und eine starke Panzerung besitzen. Die Beweglichkeit sollte mindestens der des Centurion entsprechen, wobei der Schwerpunkt auf eine gute Beweglichkeit im Gefechtsfeld und nicht auf eine hohe Maximalgeschwindigkeit gelegt wurde. Der britische Generalstab forderte gleichzeitig ein maximales Gewicht von 45 Tonnen. Alle diese Forderungen konnten zu diesem Zeitpunkt mit der zur Verfügung stehenden Technik nicht umgesetzt werden, sodass das sogenannte Konzept-Study-Programm eingeleitet wurde, das in einem breit gestreuten Forschungsprozess die notwendigen Techniken entwickeln sollte. Die USA und Großbritannien arbeiteten bei der Entwicklung des neuen Panzers eng zusammen, da sie zu diesem Zeitpunkt als einziges NATO-Mitglied, nee, andersrum, da sie zu diesem Zeitpunkt als einzige NATO-Mitglieder neue Panzer entwickeln und in nennenswerter Zahl herstellen konnten. Mein Gott, sorry für die Versprecher jetzt, gell? Beide Parteien konnten sich bei der Waffenanlage nicht auf ein gemeinsames Konzept einigen. Die Briten beharrten auf einer 120 mm Zugrohrkanone, also mit Züge und Felder,
während die Amerikaner auf einer 90 mm oder 105 mm Glattrohrkanone bestanden. Letztlich wurde keine Einigung erzielt, sodass in beiden Staaten eigene Konzepte weiterverfolgt wurden. Nach der Einführung des Chieftain Mark V, das ist also dann der Nachfolger, wurden ältere Modelle auf den technischen Stand des Mark V gebracht. Das Programm unterteilte sich in drei Bereiche. Der Bereich X betraf hauptsächlich das Feuerleitsystem, während die Bereiche Y und Z Beweglichkeitsaspekte betrafen. Bis zu seiner Ablösung durch den Challenger 1 war er das Hauptwaffensystem der britischen Armee. Der Panzer verfügt über eine 120 mm Zugrohrkanone als Hauptwaffe und drei Maschinengewehre unterschiedlichen Typs als Sekundärbewaffnung. Ja, liebe Leute, das soll einmal ganz kurz etwas über den Chieftain MK3 sein, dass ihr einfach mal nur ein bisschen was drüber gehört habt. Und dann widmen wir uns einfach mal weiterhin dem Spiel von Vegeta 1337. Auf jeden Fall macht er hier einen Gegner nach dem anderen platt. Er hat also schon zwei platt gemacht. Ja, und dann fliegen natürlich hier die superschnellen Flugzeuge durch die Gegend, die man also mit einem Panzer ja recht schlecht erwischen kann. Das sind halt die Düsenjets und da benötigt man dann dementsprechend schon eine Flak, die mit Radar ausgerüstet ist. Und eben dann dementsprechende Munition, die unter Umständen selbstfindend ist. Dann hat man also hier mit einem Panzer auf Flieger zu schießen so gut wie gar keine Chance. Ja, drauf schießen kann man schon, aber runterholen wird man sie wohl nicht, denn die sind viel zu schnell. Ja, da bewegt er sich hier gerade mal auf dem Cap rum. Und da hinten sehe ich doch schon wieder viele feindliche Gegner, mindestens zwei. Er setzt jetzt wahrscheinlich Artillerie, weil sonst würde man diesen Zielkreis nicht sehen. Ja, jetzt ist er von hinten angegriffen worden. Oder von rückwärts, ne? Mal schauen, ob der Lümmel sich noch mal vortraut. Schön wäre es ja, ne? Aber anscheinend mag er nicht. Der Gegner. Der weiß wohl, dass da auf ihn gelauert wird. Aber Vegeta, schau dich ein wenig um, da gibt es genug Gegner. Jawohl, genau, den habe ich gemeint. Den hat er auch wunderbar noch gesehen. Konnte auch durch diese Ruine durchschießen. Und hat ihn ausgeknipst, das Licht. Ja, wunderbar. Ich meine, der Panzer schaut natürlich schon sehr, sehr gut aus. Im Gegensatz zu dem, was früher im Zweiten Weltkrieg oder Ersten Weltkrieg rumgefahren ist, ne, ist das ja hier überhaupt gar kein Vergleich. Es ist schon sagenhaft, wie der stylistisch ausschaut. Ah, da vorne kommt eine Su 100. Ja, die hat natürlich relativ wenig Chancen gegen ihn. Aber die Su 100 kann ihm natürlich auch unheimlich gefährlich werden. So ist es nicht. Die kann ihn also auch platt machen.
ja, ein bisschen Slow Motion wieder eingearbeitet von mir. Und auch die freischwebende Kamera habe ich immer ein bisschen verwendet, gleich am Anfang. Ja, und dauernd hört man natürlich die Maschinen rumfliegen, da die Düsenjäger, die Jets. Aber da oben hat sich doch was bewegt. Will er da Ari setzen? Könnte schon sein. Ja, wir sehen natürlich jetzt die gegnerische Plakette. Wir wissen, wo der Feind ist, aber das weiß Vegeta nicht, weil er keine Spielerplaketten angezeigt bekommt im Live-Spiel. Ja, jetzt quält er sich halt den Berg hoch. Und ich muss jetzt schon noch mal langsam anfangen, mich zu verabschieden, denn das Video geht einmal wieder dem Ende entgegen. Sage ich schon einmal danke für die Zeit, die ihr euch genommen habt, um das Video anzuschauen. Freut mich, wenn ich Likes und Kommentare bekomme. Ja, jetzt hat es aber noch einmal reingeleuchtet. So, das war sein fünfter Kill. Ja, dann schaut ihr mal vielleicht in die Videobeschreibung. Dort findet ihr einige Links oder schaut auch nicht rein. Es gibt auch einen Spendenlink. Vielleicht wird er mal verwendet, wer weiß. Und dann wünsche ich euch selber noch recht viel Spaß in euren eigenen Spielen. Und dann sage ich mal Holtrio, bis zum nächsten Video. Tschüss, ciao, euer PvWOK. Servus.